Er mit klopfte Saldo Fosslerin auch mit seiner Faust auf den Tisch und entlässt alle, obwohl er selber nicht an der Tafel am Kopfende sitzt, sondern dass er Melvin tut. Aber er wird hier Redensführer sein. Ja, und so könnt ihr euch wieder auflösen. Ihr könnt dann hören, wie sich die verschiedenen Leute unterhalten. Ja, anwesend sind jetzt natürlich eine ganze Menge. Albrax fehlt, der wird wohl gerade noch den Ogerlöffel so ein bisschen positionieren und drehen. Ja, aber ansonsten, Thorn Eisinger wäre da, Saldo Fosslerin, Melvin Störrebrand, Elkarna, der Erzmagier der Heilmagie, Rudolf von Wertling, der Ritterkönig Danos, dann die beiden Preios-Geweihten und auch die beiden Rondra-Geweihten. Könnt ihr noch hören, wie gesagt, der eine Rondra-Geweihte hat auch noch erzählt, dass er sich dann morgen da hinstellt und dann auch da predigen wird und wird dann noch ein paar andere suchen. Answend schließt sich ihm an. Answend wird dann wohl ebenso die acht Märtyrer dann morgen auf der Stadt ja so ein bisschen dann noch hochleben lassen, dass man erstmal mit dem Patriotismus anfängt und dann später erzählt, dass Galotta willkommt und dass man dann ebenso wie die acht zur Waffe greifen muss. Die Angoscha, die mit Thorn Eisinger kommen, ist das eine Geweihte oder ist das eine Gehilfin? Das ist eine Angrosch-Geweihte. Dann würde ich mal auf die zugehen. Euer Gnaden. Ja, was? Nun ja, wir diskutierten die Möglichkeit, nun ja, dass man einige der Ballisten bzw. der Aale umfunktionieren könnte. Ähnlich wie bei der Vogeljagd, so dass man nun ja einige dieser fliehenden Dämonen vom Himmel holen könnte und sie dann auf dem Boden bekämpfen könnte. Könnt ihr euch sowas vorstellen, dass man so etwas bauen könnte? Es ist sicherlich möglich zu bauen. Netzwerfer. Die kenne ich aus den Dschungeln von Al-Anfa. Man müsste diese Netze geweihen, vielleicht auch nun ja die äußeren Ränder beschweren, damit sich das Netz vollends schließt, nicht wahr? Ja, vor allem müssen die Seile von einem Geweihten geknüpft werden. Oh, das bedachte ich nicht. Ich dachte, es würde reichen, wenn man diese Netze nur weihen würde. Naja, du musst das mal so sehen, Junge. Angrosch und Ingrim mögen es, wenn ihre Handwerkskunst von Hand gefertigt wird. Einfach einen Segen draufklatschen, wie das bei den anderen Göttern der Fall ist. Das muss schon in der Zeremonie passieren. Wäre es machbar in den nächsten 2 bis 3 Tagen? Ich bin mir nicht sicher, wie viel Aufwand hinter so einem Netz steht. Wir haben noch die hochgeweihte Feuerin Titsacker. Zusammen mit Thorn, wenn wir unsere Kräfte vereinen, können wir sicherlich, ich sag mal, jeder 3 pro Tag machen, sind wir bei 3 Geweihten. Na, Thorn ist nicht geweiht, aber na, Ingrim und auch Angrosch lächeln auf ihn hinunter. 9, 2 sind 18, sagen wir 20 Netze. Das klingt doch ziemlich gut. Na, Wenn die die sind dann Zwerge. natürlich auch reißfest. Das heißt, wenn ihr damit einen Dämon vom Himmel runterholt und ihn totprügelt und zurück in die Niederhöllen schickt, dann werdet ihr das Netz danach wieder verschießen können. Das klingt hervorragend. Und wenn die Zwerge treffen, sind das 20 Dämonen, um die wir uns nicht mehr sorgen müssen. Vielleicht sollten wir nun ja so schnell wie möglich beginnen. Ich bin mir nicht sicher, müssen dafür Zeichnungen angefertigt werden für diese Mechanik, diese Umbauten an den Ballisten? Zeichen? Nein, Zeichnungen. nein. Wir werden einfach die Sachen umschmieden. Wir werden ein paar Hölzer anbringen und danach können wir diese Seile dort einspannen. Gar kein Problem, aber die Seile selber müssen, wie gesagt, von uns gefertigt werden. Keine Sorge, ich hätte sowieso nicht vor zu schlafen. Oh gut. Ich danke euch für diese. Ja, sie schiebt dich auch beiseite, drückt dich weg und geht dann raus. Ja, sehr direkt diese Angroscher. Das überrascht euch doch jetzt nicht, oder? Nun ja, nicht wirklich, aber ich bin immer wieder überrascht,
auf ihrer, nun ja, Direktheit und ihrer körperbetonten Art. Aber, nun gut. Wenn ich jetzt die Hexen anwerben gehe oder versuche, dann muss ich den Grund nennen. Und wenn der Grund nicht unbedingt ein Grund sein soll, den wir öffentlich beitreten wollen, jetzt schon, dann wird das echt schwer. Was schlagt ihr vor? Naja, ich meine, wenn ich sie anwerbe, kann ich ja schlecht noch auf die Diskretion setzen, dieser Frauen. Frag sie doch, ob sie uns irgendwas brauen. Hexen brauen doch immer irgendwas. Wieso solltet ihr nicht auf ihre Diskretion vertrauen können? Ich denke, gerade das ist ein Merkmal der Hexen. Oder missverstehe ich euch? Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich versuche, Informationen immer zu kapseln und... Vielleicht könnt ihr ihnen irgendwas anbieten, was sie... Nun ja. Nachdem er es ihnen verlangt. Ja, das sind ja die Verhandlungen. Jetzt geht es ja darum, dass wir öffentlich... halb öffentlich innerhalb der Straßen nach Damen mit magischen Kräften suchen. Also nein, dafür braucht ihr einen Grund. Die Frauen aufzusuchen, weil ich was von denen will, das würde noch gehen, aber ich stelle mir dann vor, dass ich vor einer stehe und die sagt dann, ja, mein Junge, was willst du denn jetzt? Und dann packe ich all meinen Schau aus und sage, ich hätte mich ganz gerne mal im Haus von Wittler Putz getroffen. Dann wird ihm den Vogel zeigen, wenn ich da einfach keinen vernünftigen Grund nenne. Ja, sagt er doch, die sollst uns hier dieses Unsichtbarkeitsding besorgen oder was auch immer. Ja, pass auf, wenn ich einen Trank haben will, dann sagt ihr, alles klar, da können wir vielleicht einen Preis ausmachen und dann treffen wir uns irgendwann wieder hier wieder und dann machen wir eine Übergabe. Vielleicht solltet ihr ihnen ein Stück weit die Wahrheit erzählen, dass wir ihre Hilfe benötigen, um auf diese Feste zu gelangen. Beziehungsweise... Da ist ja die Frage, ob nicht morgen Abend der bessere Zeitpunkt dafür wäre, die aufzusuchen. Naja, die Sorge ist ja vielleicht, dass die Hexen dann möglicherweise schon weg sind, bevor wir sie überzeugen können, dass es einen Plan gibt. Naja, morgen... Die Möglichkeit existiert, dass sie helfen können und nicht... Aber sage gerade, ich mal, verfolgt werden wird doch, für ihre Versuche, uns zu helfen. Aber gerade im Gespräch wurde auch gesagt, dass sozusagen übermorgen erst damit begonnen wird zu erzählen, dass gewisse Leute gestorben sind, die sehr wichtig sind für die Stadt. Das hat ja nichts damit zu tun, dass Gareth verteidigt werden muss. Ich denke auch, man sollte da schon die Wahrheit sagen und man kann ihnen sagen, dass ein Angriff bevorsteht und sie mit Sicherheit ihr, wie nennt man das, Zirkelland, Revier, so etwas verteidigen wollen. Ja, stimmt. Ich hatte den falschen Tag im Kopf. Ihr habt absolut recht. Entschuldigt. Welche Informationen erhofft ihr denn morgen zu erhalten, um den Vorschlag den Hexen schmackhafter zu machen? Wenn ich ihnen morgen Abend die Wahrheit erzähle, dann wissen sie sozusagen morgen Abend erst die Wahrheit. Und wenn sie am nächsten Tag tagsüber die Wahrheit irgendwie raustratschen sollten, dann sind sie zeitgleich mit unseren Verkündern, die 8 Märtyrer verkünden, ja gleich. Das heißt, unsere 8 Märtyrer erzählen das, sie erzählen das. Also sieht es aus, als wenn sie einfach nur die Informationen hätten, die 8 Märtyrer-Verbreiter genauso hätten. Das ist richtig, was er sagt. Wenn dass wir ja sozusagen die Verkünder der Informationen sein müssen. Wenn er heute Abend schon zu ihnen geht, versauen sie es vielleicht von allen Dächern. Genau, das heißt, sie werden vielleicht dann morgen früh werden sie dann vielleicht die ersten Gerüchte bereit, aber also die Hexen dann bereit treten können oder breit getreten werden durch die Hexen. Ich will ihnen ja gar nicht unterstellen, dass sie jetzt bösartig ist, aber dass sie wirklich Leute waren, die ihnen auch wichtig sind und das Ganze sich dann verbreitet wie ein Lauffeuer, noch bevor wir es angesprochen haben oder unsere Gruppierung, sage ich jetzt mal, die aktive Verteidigung vorstellt. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt etwas vor den Damen geheim halten? Aber das... Genau, aber das hat er doch gerade gesagt. Genau deswegen will er doch erst... Also unter der Voraussetzung könnten wir es also auch überall rausschreien und einfach sagen, glaubt ihr, wir könnten irgendwas vor irgendwem geheim halten? Ich sehe bisher... Nein, vor allem die werten magischen Damen sind sehr, sehr bewandert darauf, Informationen zu sammeln oder auf magische Weise herauszufinden. Aber das ändert ja nichts daran, dass sein Plan gut ist. Wenn sie es schon wissen, würden sie es entweder schon rausposaunen oder nicht. Und wenn er erst morgen dahin geht und unsere Herolde,
Herolde, glaube ich, Herolde schon unterwegs sind. Das ändert ja nichts an dem Plan. Der ist ja genau, der Plan hat ja nur Vorteile. Alles, was ich damit sagen will, ist, dass ihr vorsichtig sein solltet, dass sie sicherlich in der Lage sind, mehr Informationen herauszufinden, als wir wollen. Ja, vielleicht können sie das sogar irgendwie von meinem Kopf aus ablesen. Wer weiß, ob sie irgendwelche so Gedankenlesezauber haben. Aber alles, was sie an dem morgigen Abend erfahren, ist sozusagen schon eigentlich zu spät, da am nächsten Tag gegen morgens ja schon die Information verbreitet wird. Gut, also ihr setzt euch einfach morgen mit den Hexen in Verbindung. Genau. Und wir haben ja morgen noch ein Treffen an der Akademie, wo auch noch weitere Möglichkeiten, um auf die Festung gelangen und Luftkampf zu betreiben, erörtert werden. Es ist vielleicht ganz gut, wenn wir diese Informationen schon haben. Ja, wenn ihr die Informationen haben wollt, dann gehe ich jetzt los. Dann müsst ihr damit leben, dass morgen früh vielleicht schon die ersten Leute wissen von dem Tod einer gewissen Person und eure Herolde nicht darauf vorbereitet sind. Sagt's einfach und ich tue es. Wir warten die Informationen der Magier ab. Wir werden uns morgen dort treffen. Gut. Denke, ich werde heute Abend noch einmal die schwarze Gilde aufsuchen für die Artefakte. Vielleicht haben sie auch noch, Alchemiker, die uns gegen, diese Säurenebel helfen. Habt ihr euch schon um diese Artefaktdinger gekümmert, die wir brauchen? Damit wollte ich heute Abend. Habt ihr noch irgendwelche Wünsche, Ideen für Artefakte, die man auf dieser schwarzen Weste gebrauchen könnte? Oder auch eventuell im Kampf gegen den schwarzen Drachen? Also dieses Versteinerungsding, wie heißt das nochmal immer? Paralys. Genau, das Paralys-Ding und dieses Guardiano-Ding ist auch super. Das hätte ich auch gern. Gibt es sonst irgendwelche Wünsche? Ihr versteht sicherlich, dass ich keine magischen Artefakte aus den Händen von schwarzen Magiern annehmen möchte. Dann nehme ich Jalans Guardianum-Ding auch noch. Verlasse mich darauf, dass Magistra Isarun dann die rechte Anwendung solcher Artefakte und Zauberei begutachten wird. Selbstverständlich, das gehört zu meinen Aufgaben als Pfeil des Lichts. Dann lasse ich dies in ihren fähigen Händen. Glaubt ihr, es wäre sinnvoll, Artefakte zu haben, die mit dem Kantus des Pentagramma aufgeladen sind? Der Pentagramma vertreibt nun ja Dämonen. Ihr schickt sie dorthin zurück, woher sie herkommen. In die Niederhöhlen. Durchaus. Ich habe gehört, so etwas sei ganz famos schwierig. Mehr als einen sehr schwachen Dämon damit zu vertreiben. Nun ja, es wäre zumindest ein Versuch. Ich weiß nicht, ob sie so etwas herstellen können, aber es wäre vernünftig zu fragen, bevor das Schlimmste passiert. Das ist eine sehr gute Idee, denn auch niedere Dämonen können sehr gefährlich werden. Fällt euch sonst noch irgendwas ein, was nützlich sein könnte? Sei es Alchemiker, sei es Hyroalchemie. Wenn sie noch Heiltränke hätten, wäre das gut. Das ist tatsächlich gut. Ja, ein Heiltrank, ein oder andere, wäre wirklich noch gut, dann nützlich. Ömer, schwebt euch etwas vor? Ich weiß nicht, vielleicht ein Trank, der die Haut härter macht, dass man, wenn man so wie ich keine Rüstung großartig trägt, die aus Stahl ist, sozusagen ein wenig mehr Schutz hat. Und vielleicht irgendwie Brandöl. Brandöl ist auch immer gut. Um irgendwas anzuzünden. Wir wollten außerdem Königswasser bekommen. Kaiserwasser. Hat er nicht Kaiserwasser genannt? Kaiserwasser, genau. War das nicht Säure? Exakt, die stärkste Säure, die es gibt. Kann sie denn Mindurium auflösen? Nein. Ich fürchte nicht. Aber sie kann vielleicht den Boden um die Pfeiler so schwächen, dass die Pfeiler von selbst umfallen. Sagten die Schwarzmagier nicht, dass die Säure das Mindurium zerfressen kann? Das ist richtig. Spektabilität Tibisius sagte, dass auch Mindurium durch Kaiserwasser zerfressen werden kann. Noch besser. Deswegen hatten wir doch danach gefragt. Jedenfalls, wie viel wollt ihr denn mitnehmen, wo ihr gerade von Brandöl sprecht? Ich meine, ein paar Wurfkugeln meinetwegen, aber ihr könnt schwerlich ein ganzes Fass hoch auf die Feste schleppen. Ne, ich werde mich auf ein, wie euch vielleicht klar ist, riesiges Katapult setzen. Nun, wie überlebt das fast dann den Aufschlag? Ich meine, ihr durch Magie, wenn ihr euch denn unbedingt nicht davon abbringen lassen wollt. Sicher, aber das was?
Das müsst ihr natürlich die anderen mit hochnehmen, die nicht mit dem Ogerlöffel reisen. Ach so, ich weiß nicht, ob Feuer die beste Methode ist gegen diesen Feind. Nicht, dass er es gegen uns verwenden kann. Aber dort oben sind ja auch genug profane Menschen. Ich sage ja nicht, dass ein Feuer das Heilmittel ist, aber grundsätzlich ein Feuer zu legen ist immer praktisch. Vielleicht sollten wir etwas besorgen, was uns gegen das Feuer hilft. Damals hatten Wasser. Wir bei Soboroch dieses schwarze Zeug, was wir auf die Haut schmierten. Genau, no, diese Paste. Könnt ihr davon welche besorgen? Wie hieß die noch gleich? Drachenpaste? Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt einen Namen hatte. Ich werde fragen. Ach, gegen diese Verbrennung? Ja, ich glaube ja. Ich bin mir sicher, dass der rote Salamander so etwas herstellen kann. Oder König Albax hat davon was. Möglicherweise. Wenn wir dort oben sind, wären vielleicht auch einige Fortifex-Artefakte nicht schlecht, um unseren Rückzug zu sichern. Moment, ich mache mir eine kurze Liste. Also, Fortifex, Pentagramma, dann Guardianum, richtig? Kekse, schreib Kekse auf. Kekse gibt es wohl nicht. Da müsst ihr wohl mit Frau Putzens Vorrat, den sie zurückgelassen hat, vorlieb nehmen. Guardianum, dieses was? Versteinerungsding? Ach, ihr meint den Paralys, genau. Ja, das Versteinerungsding. Habe ich irgendetwas vergessen? Ich denke, Ömer hatte noch den Armatrotz angesprochen. Ich glaube, ja, ich habe doch damals dieses Mittel vor Wehrheim, erinnert ihr euch noch? Wie hieß dieses alchemistische Gebräu? Ihr meint das Unverwundbarkeitselixier. Exakt das. Das war doch recht hilfreich, fand ihr nicht auch? Natürlich, deswegen habe ich es immer. Nun, ich werde dies notieren. Vielleicht ich notiere weiterhin einen Armatrutz. Ich werde sehen, was ich bekommen kann. Ich fürchte, wenn ich mit dieser Liste ankomme, nun ja, sie werden etwas ungehalten sein, aber nun gut. Warum? Sie werden vielleicht einfach Dinge streichen und wir nehmen trotzdem das, was wir kriegen können. Genau. Heiltränke, habt ihr noch gesagt? Braucht ihr denn diese anderen Tränke für euch? Wie heißen die nochmal? Astraltränke, ich fürchte, das wird nicht verfügbar sein, aber ich werde fragen. Ich habe noch Erschöpfungspastillen, habt ihr noch genug? Sonst würdet ihr auch vermutlich sowas brauchen. Und wenn ihr den einen oder anderen Heiltrank ohne Magieeinsatz auftreiben könntet, wäre ich euch natürlich sehr dankbar. Heiltrank mit und ohne Magie? Notiert. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Nun, ihr wisst schon, das übliche Verbände, Wundpaste, Kleinigkeiten. Ich denke, das wird sich auch in der Stadt auftreiben lassen, bei dem Apothekarius. Können die vielleicht irgendwas machen, was die Gegner blendet? Das wäre auch gut. Wir werfen es ihnen vors Gesicht, sie sind geblendet und dann kümmern wir uns erst um andere Feinde. Ein Massenblitzartefakt. Sowas. Gibt es sowas etwas Simpleres? Schwadenbeutel. Alchemie. Ja, Schwadenbeutel nehmen aber sie Sicht. So wie ein Nebel, glaube ich. Könnten wir vielleicht irgendwie. Es gibt doch diese Leuchtpaste, die monatelang, glaube ich, leuchtet. Könnten wir sowas auf Steine schmieren, irgendwie in einen Lederbeutel packen, zum Beispiel um den Hals herumtragen und wenn wir in Galatas Feste sind und es wird da irgendwo dunkel sein, weil wir irgendwo rein müssen und wir brauchen aber die Hände frei, dann ziehen wir einfach diese Lederbeutel von ab und hätten sozusagen Licht um den Hals, um was zu sehen. Ihr meint Flimflam-Artefakte. Eine gute Idee. Wir wollten außerdem, glaube ich, noch, wir wollten bestimmte Teile der Festung markieren für göttlichen Einsatz. Wie nannte die es, Jalan? Wie den Bannstrahl. Ein Bannstrahl? Vielleicht haben sie etwas Alchemistisches, um nun ja, diese Bereiche zu erleuchten. Zu kennzeichnen. Es wird aber sehr hell sein, um vom Boden aus noch gesehen werden zu können. Aber diese Karte, die wir haben, da drauf sind doch die Veränderungen zu sehen, richtig? Exakt.
Wenn könnten wir nicht zum Beispiel irgendwas verändern, an den Punkten ein klares Zeichen setzen, wo wir diese Pfeiler entdeckt haben und dort... Nun ja, der Einsatz von Magie oder göttlichen Wirkung muss doch vom Boden aus passieren, ich glaube. Ja, nicht. Ja, richtig. Aber die Karte ist hier unten. Wir sind oben. Wir markieren den Punkt, wo dieser Pfeiler steht. Der Magier sagt dem Preios-Geweihten, wo sein heiliger Bannstrahl einschlagen muss. Und ihr denkt, der Preios-Geweihte ist froh darüber, vom Magier gesagt zu bekommen, wo er hin... Ich denke, der Preios-Geweihte kann ziemlich froh sein, wenn wir diese blöde Scheißfestung aus der Luft holen. Das Problem ist ja nicht, dass wir auf der Karte sehen, wo die Orte sind, die vernichtet werden, sondern dass wir nicht wissen, wo die Orte von der Karte in Wirklichkeit sind. Frau Gestra, es gibt doch diesen Lichtzauber. Ja. Den hieß er noch gleich. Furunkel oder so. Wenn ich mich recht entsinne, kann man den auch sehr, sehr hell und sehr hoch in die Luft zaubern. Wir haben das ist richtig. Wir haben das mal in Boron eingesetzt. Könnte der damit nicht Signal geben? Die Sache ist, dass nicht unbedingt gegeben ist, dass diese Ätherkrallen vom Boden aus sichtbar sind und die Markierungen eben. Wir wissen nicht genau, ob wir dafür auf die Oberfläche müssen oder ob wir sie aus dem Inneren der Festung angreifen. Deswegen, ich halte die Methode, dass wir quasi mit den Plänen eine Fernzielung vornehmen, für keine schlechte Idee. Ich meine, von den Plänen aus kann man ja die Feste, also zumindest die Umrisse auf den Plänen ist doch die gleiche, oder nicht? Der gleiche? Gleiche Umriss. Der gleiche Umriss. Das müsste doch irgendwie machbar sein. Aber mir fällt nichts ein, wie wir das sonst machen. Oder wir nehmen diese komischen Botenvögel. Und ja, das ist der gleiche Effekt. Sie übermitteln nur eine Nachricht, nicht ein Ziel. Gibt es denn keinen Zauber, der eine Position übermittelt? Nun, ich fürchte, dafür taugt nur der Flimflam in der genannten Variante des Leuchtturmes. Aber dieser magische Vogel, der findet uns... Also wenn man mir doch eine Nachricht schickt, dann findet der mich doch, richtig? Exakt dies. Kann man das nicht irgendwie nutzen? Nun, ich fürchte, dafür ist der Zauber nicht präpariert. Haltet ihr es wirklich für klug, dämonische Essenz innerhalb einer dämonischen Festung kontrollieren zu wollen? Wieso denn jetzt dämonische Essenz? Ich meinte diesen komischen Vogel. Ja, genau, das ist das Problem. Der Vogel ist eigentlich kein Vogel, sondern quasi formgewordene dämonische Essenz. Ah, so eine Scheiße. Ich muss mich auch gegen die Nutzung dieses Zaubers aussprechen. Wir wissen nicht, wie er interagiert, abgesehen natürlich von den moralischen Bedenken gegen solch einen Zauber. Ist so ein Zauber nicht eigentlich überhaupt verboten? Es kommt darauf an. Hier ist es nur verboten, wenn dadurch ein Schaden an jemandem oder etwas entsteht. Dann kann es strafbar sein oder ist strafbar. Aber gut, das ist ja mit aller Magie so, wenn man durch Magie zu Schaden kommt. Mhm. Der Unterschied ist, dass ich im Vergleich zu normaler Magie dämonisch Verseuchte noch schwieriger kontrollieren lässt. Ja. Die Galotte und der Zand. Und gerade mit im Hinblick auf die Limbus-Magie, die hier gewirkt wird, können wir nicht davon ausgehen, dass dieser Botenvogel, sollten wir ihn einsetzen, auch dort ankommt oder selbst bei uns ankommt, wo wir ihn haben möchten. Wir können uns aber natürlich nach einem solchen Leuchtturm-Artefakt umhören. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn sich dieses Artefakt fest anbringen ließe, damit wir nicht auf den Bannstrahl warten müssen, um ihn auslösen zu lassen. Wieso denn warten? Wir geben die Position weiter und dann müssen wir ganz schnell da weg. Natürlich müssen wir ganz schnell da weg. Aber ich weiß nicht, wie schnell man so einen Bannstrahl rufen kann. So schnell wie der Preios hat ihn sehr schnell und sehr sofortig gewirkt. So schnell wie der Herr Preios einem aus seiner Notlage nur nochmal helfen möchte. Ich denke, sobald wir diese Markierung wie auch immer weitergegeben haben, sollten wir die Beine in der Hand nehmen. Ja, natürlich. Wenn ihr das, da brechen ja ganze Festungsteile heraus. Nun, ich möchte auch nicht in der Nähe stehen, wenn ein
Bannstrahl einschlägt in dieser Festung. Das ist richtig. Der Strahl wird uns sicher nichts anhaben, ist das Licht Breyers doch. Ganz recht, sicherlich nicht. Der Strahl nicht, aber die Festung unter uns wird auseinanderbrechen, da sie aus Ungestein besteht und wir werden mit der Festung zusammen auf den Boden stürzen und sterben. Ein wenig mehr Göttervertrauen bitte, Rafin. Habt doch den Strahl selber gesehen, wie euer Großmeister den Strahl da in die Festung einschlagen ließ und ein ganzer Turm daraus gebrochen ist. Und genau das ist ja auch das Ziel, das mehr. Ja, dann sagt doch nicht, dass der Strahl uns nicht verletzen wird. Der Strahl an sich wird uns nicht verletzen, aber dass dann unter uns der Boden wegbricht, wird uns töten. Die Götter werden ihre schützende Hand über die Rechtgläubigen halten. Natürlich, aber wenn die Rechtgläubigen sich über einen verfluchten Boden stellen und dann einen Preios geweihten Bannstrahl auf sich selber rufen und dann sterben, werden die Götterhans denken, dass wir ziemlich dumm sind. Nun, nein, wir wären Märtyrer. Und ziemlich dumm. Wir sind aber nur sechs. Das wir brauchen also noch Astralkörpern antun könnte. Wir sollten vielleicht nochmal die gleiche Ausrüstung oder partiell die gleiche Ausrüstung besorgen, wie wir sie auch in Yolgomak getragen hatten beim Hochklettern. Also sowohl Handschuhe mit Stahleinlagen als auch Sohlen. Ich dachte, du hättest die noch. Ich habe meine noch, aber wir sind ja auch noch einige Leute hier, die noch nicht in Yolgomak mal waren und bestimmt keine solche Ausrüstung haben. Das heißt, man muss damit rechnen, dass wenn man irgendwo mal hochklettern muss oder auch nur irgendwo hinfällt, um sich abzustützen, dass ja alles dort mit verfluchtem Metall ist. Ich denke, der Ingram-Tempel kann da helfen. Ja, allein schon, falls wir auf der Außenseite der Festung klettern müssen. Wäre ja nicht das erste Mal. So, ich denke, ich habe alles. Wollen wir uns morgen früh erst wieder treffen oder heute Abend noch bei mir? Wir treffen uns zum ersten Sonnenstrahl vor der Stadt des Lichts. Nun, können gut. Die denn überhaupt alle betreten? Ich dachte, Magier haben da keinen Zutritt. Haben sie auch nicht. Was sollen wir denn dort? Das hat sich ja vorstellen. Ihr gar nichts. Aber mir, ihr gar nichts. Ja, dann sagt doch nicht alle. Ich möchte es jetzt ja nicht euch mit der Nase darauf stoßen, aber unsere Glaubensvorstellungen unterscheiden sich ja minimal in gewissen Punkten. Ich befürchte, dass die Prios-Geweihten in der Stadt des Lichts das dramatischer sehen, als ihr dies tut. Wäre vermutlich nicht gut, wenn ich dort auftauchen würde. Ach, Rafim, dann machen wir uns einfach einen schönen Morgen zusammen irgendwo. Finde ich auch einen besseren Vorschlag. Garino, ihr kommt wenigstens mit, ja? Natürlich. Danke. Was wollen wir machen, Isarun? Wir lassen uns diese Feuerfalken zeigen. Eine hervorragende Idee. Nun, dann hat jeder was zu tun. Ich würde vorschlagen, kurz vor der Mittagsstunde bei mir? Soll das reichen? Haben wir mittags nicht ein Treffen? Ich sagte ja kurz davor. Wollten wir uns davor nicht um Arbeit kümmern? Schlagt eine Zeit vor. Sagen wir zur 10. Stunde. Wo? Bei Putzens. Also bei euch. Jetzt nehme ich wohl an. Wunderbar. Solange sie nicht da ist. Zur 10. Stunde. Und sorgt dafür, dass Yasafa bis dahin informiert ist. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und so trennen sich eure Wege für den heutigen Abend. Jeder kann sich zurückziehen dorthin, wo er sein Bett stehen hat. Und ihr könnt schlafen, regenerieren. Es ist gestern erst passiert, dass ihr in dieser gewaltigen Schlacht standet. Gestern erst. Wie die Zeit doch langsam schleichend vorangeht.